Hallo liebe Autofreunde, heute möchte ich euch hier meine Lieblingswanderhose oder einfach Outdoorhose vorzeigen, und zwar ist das die Fjällräven Barents Hose. Ich weiß, sie ist sehr zerknittert und es sieht elendig aus, aber ich hatte sie eben gleich im Rucksack drin, weil ich wollte das Video draußen machen, in der Natur, wo sie hingehört. Ja, und was mir daran so sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich das Material. G1000, tolles Material, gibt verschiedene Hosen von dieser Firma, aber die hier, die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe zwei Stück davon und ich nehme die auch immer mit in die Ferien und irgendwo hin, wo es dann mal hart wird draußen, wenn es dreckig wird, wenn ich das schon im Voraus weiß. Die Hose hier ist auch ein bisschen zerknittert, weil ich habe die schon mehrfach gewachst, mit Wachs eingerieben, mit dem Grönlandwachs von Fjällräven. Und genug der Erklärung wegen dem Aussehen. Was hat sie? Sie hat hier zum Beispiel so eine große Tasche, so eine mit Knopfverschluss, hier mit dem Fjällräven Lederlogo. Dann hat sie hier eine kleine Tasche, Einschubtasche. Ich habe hier immer die Handschuhe drin und auch eine Notrettungsdecke ist auch immer dabei. Hier hinten hat sie eine große Kartentasche, die hinter die andere hier geht. Dann hat sie hier bei den Knien verstärkter Stoff, also doppelter Stoff, und nicht nur das. Ich habe hier die Kniepolster gekauft, die man zusammenfaltet, reinstopft und dann wieder auseinander nimmt. Und das ist hier jetzt die gerade Version. Ich hatte auch noch die gekrümmte, habe mich bisher aber noch nicht richtig damit angefreundet, wie die vorgeformte Knie hat. Mir gefällt das hier deutlich besser und es ist auch schon ein bisschen ein Schutz, wenn man auf den Knien robbt oder wenn man sich einfach mal hinkniet, um ein Foto zu machen oder Tier zu beobachten oder irgendwas, ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut und natürlich eben auch ein Schutz, wenn man da mal stürzt. Das ist sehr gutes Material, auch ein Bereich, den ich jedes Mal als erstes gleich einwachse und dann mit dem Föhn, dem Haartrockner, einföhne den Wachs. Dann hat sie hier zwei seitliche Einschubtaschen, was es nicht hat, und da kommen wir gleich dazu, Gesäßtaschen hat es keine. Dafür hat sie hier doppelter Stoff. Und auch hier eben ein bisschen Reibungsspuren vom Wachsen sind hier vorhanden schon. Auch das immer mal was ich gerne eingewachst habe, weil ich es, weil da sitzt man mal wieder auf eine Parkbank, die nass ist oder irgend sowas, passiert dann dauernd. Und dann habe ich hier kein Problem. Hier hat es noch zwei andere Taschen. Und zwar hier oben, die nennen das irgendwie eine Multitool-Tasche, so ein Victorinox Swiss Tool oder sowas, oder ein Letterman würde ich jetzt da nicht reinpacken, weil mir das einfach zu unangenehm ist hier an dieser Stelle, weil das ist dann schon auf der Seite. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, das aufzuknüpfen. Und dann ist die Idee da, dass man da irgendwie so ein bei einer Axt zum Beispiel den Stiel hier oben, der Axtkopf, muss man sich das vorstellen, den Stiel hier unten raushängen lässt. So läuft man ja eigentlich aber nie rum, höchstens mal bei der Feuerstelle. Und kann sich jeder überlegen, wie oft er das machen möchte. Es ist einfach für mich nicht so das nötigste Verkaufsargument dafür. Es ist eine nette Idee, dass es das auch noch hat, und vielleicht gibt es Leute, die das wirklich gerne machen, so eine kleine Axt da reinpacken. Ich mache das nicht. Habe aber trotzdem oftmals auch ein kleines flaches Taschenmesser da in dieser Tasche drin, und dafür ist es wirklich gut. Die Beine unten, die muss man selbst übrigens rumnähen lassen, da ist dann immer ein Faden dabei. Und das mache ich dann beim Schneider, lasse ich das dann machen, auf die gewünschte Länge. Das ist auch, finde ich, ganz in Ordnung. Ja, wie gesagt, die Hose hier in grün gehalten mit braunen doppelten Stofflagen dabei, und die ist wirklich sehr, sehr angenehm, leicht, schnell trocknend, hat extrem gute Vorteile, natürlich eben wegen G1000 Stoffe, abriebsfesten, das ist sie wirklich, die ist wirklich hart im Nehmen, die Hose, und vom Preis her sicherlich kein Schnäppchen, aber meine Meinung hier, wirklich, das ist eine extrem sehr, sehr gute Outdoor-Hose, die einiges mitmacht. Auch für die Jäger natürlich sehr, sehr gut geeignet.
So, ich hoffe, ich konnte hier meine Hose sehr gut verkaufen. Die ist wirklich toll und ich mag die sehr, sehr gerne. Und sie ist auch gar nicht schwer. Schnell trocknen, wie gesagt, Mücken können nicht durchstechen, hoher Sonnenschutz, Faktor abriebsfest und so weiter und so fort, was das GN1000 Material alles eben beinhaltet. Sicherlich alles gute Gründe, um diese Hose zu kaufen oder eine ähnliche natürlich. Hier geht es wirklich um die Barentshose. Mit weiteren Fjällräven-Hosen außer der Shorts habe ich eigentlich keine Erfahrung. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen.